Hallo und herzlich willkommen schon wieder. Ja, Mensch, ja, obwohl, naja, was heißt schon wieder? Bald ist die Woche vorbei, bald ist Wochenende. Naja, so langsam, ne, tut sich da was. Ach ja, und es tut sich was in Sachen, also ich hatte es ja vor einer Weile erzählt, da waren wir da hinten in der Wüste gerade zugange gewesen, so von wegen Shenmue 3 und den Gerüchten um eine eventuelle Produktion des wirklichen dritten Titels. Und es hat sich jetzt bewahrheitet, und zwar Yu Suzuki höchstpersönlich ist auf der Sony-Pressekonferenz aufgetaucht. Ein epischer Moment. Anfangs wurde kurz die Titel, erst so, alles wurde schwarz. Dann wurde die Melodie von Shenmue eingeblendet, Sha Hua. Und dann die ersten Szenen aus Shenmue und 1 und 2 und dann auch aus Shenmue 3 gezeigt. Das war, ja, ich sag mal so, ein sehr, sehr schöner Moment. Allerdings wurde er dann gleich wieder zerstört, also mehr oder weniger dadurch, dass man gesagt hat, hey, das Ding kommt für die PlayStation 4 und für den PC. Gut, das für den PC hat mich dann noch halbwegs gerettet, denn letztendlich hätte ich nicht wirklich voll gehabt, mir eine PS4 zu kaufen. Also, nee, das muss nicht sein. Ja, aber so ist ganz in Ordnung. Damit kann ich dann leben. Dann kann ich es halt am PC spielen. Warum man sich jetzt unbedingt dafür entschieden hat und das nicht auch noch zusätzlich für die Xbox One rausbringt, verstehe ich nicht ganz. Gut, okay, wird sicher seine Gründe haben. Ich bin erstmal froh, dass überhaupt ein neuer Teil erscheint. Und das ist ja schon mal, ja, ich sag mal so, also echt der wahr gewordene Traum an der Stelle. War echt ganz cool, den kleinen Japaner da zu sehen, der ja immerhin für so viele Sachen verantwortlich ist, ne? Also, wer man möchte, kann mal gerne bei Wikipedia Yu Suzuki, also Yu, Y-U und dann Suzuki, halt wie die Motorräder, halt dann mal nachschauen. Oder Suzuki oder Suzuka? Suzuki heißen die Motorräder, ne? Ja, genau, also so wie die Motorräder auch geschrieben, was der gute Herr denn nämlich alles gemacht hat, das ist echt nicht ohne. Es also einer, ich sag mal, eines der Urgesteine der Videospielgeschichte und meiner Meinung nach eines der größten Genies in diesem Bereich, weil was er sich immer hat einfallen lassen und umgesetzt hat, das war dann doch schon revolutionär. Und er ist da auch ein, ja, man muss es wirklich so sagen, es hört sich vielleicht doof an, wenn ich das jetzt so erzähle, aber er ist halt so ein Visionär gewesen in vielerlei Hinsicht, was Technik angeht und die Erzählweise bei Spielen. Da hat er sich dann auch stets durchgesetzt und halt auch seins so verwirklicht, wie er das für richtig hielt. Ne? Hat sich dann nicht reinreden lassen und gesagt, nein, ich mache das genauso, wie ich das will. Und wenn die Produktion zig Jahrzehnte dauert, dann mache ich das halt so. Und wenn das zig Millionen kosten sollte, dann ist das halt ebenfalls so. Aber Qualität muss halt sein. Und zum Beispiel war es so, Shenmue war damals ursprünglich für den Sega Saturn angekündigt. Und das Ganze hatte dann verworfen, weil er gesagt hat, nee, das ist nicht gut, das gefällt ihm nicht, das Ding kann das nicht so wiedergeben, wie er das möchte, er will mit dem Spiel warten, bis die geeignete Hardware erscheint. Und ganz ehrlich, welcher Spieleentwickler hat das damals denn schon gemacht, ne? Also eigentlich ja nicht. Die meisten wollen ja so schnell wie möglich veröffentlichen, damit sie dann Geld damit verdienen, ne? Und Yu Suzuki hat das ein bisschen anders gesehen. Zum Glück, muss man sagen. Und ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das ist. Das Ganze wird ja, ich hatte es ja schon geschrieben, bei Twitter und Facebook, per Kickstarter finanziert. Ich will gucken, dass ich jetzt auch, wenn mein Umzug erledigt ist, da ein bisschen was zu beisteuere. Mal schauen, man kann da ja einiges tun. 2 Millionen Dollar hat man als erstes Ziel gesetzt gehabt. Die wurden in nicht mal 8 Stunden nach Bekanntgabe auf der E3 schon erreicht. Ja. Ein Unbekannter hat sogar über 10.000 US-Dollar gespendet hat damit die Jacke bekommen, die Yu Suzuki damals getragen hat, als er Shenmue angekündigt hat. Und da hat er ja diese Lederjacke getragen. Man kann mittlerweile, ich habe es nur gesehen, es gibt ja dann immer diese einzelnen Möglichkeiten, was man halt bekommt, wenn man das und das spendet. Man kann zum Beispiel die Jacke von Ryo Hazuki bekommen. Man kann, wenn man, ich glaube, bei 25.000 oder 10.000 irgendwie so in einem Dreh rum, wenn man so viel spenden sollte, falls man so viel Asche übrig hat,
dann kann man sogar ein direktes, ich sag mal, Candlelight-Dinner, also Candlelight-Dinner nicht, aber man kann ein Essen mit Yu Suzuki dann bekommen. Ja, direkt mit dem Herren der Videospiele kann man dann zusammen speisen und es gibt auch noch irgendwas extra dann dazu. Ja gut, das ist nun mal, sage ich, für die meisten utopisch. Das wird nicht so ganz funktionieren. Manch einer wird sich jetzt vielleicht verschulden, weil er sagt, ich will unbedingt mit ihm zu Abend essen. Keine Ahnung, wobei das ein bisschen schwierig wird. Der gute Herr kann zwar Englisch, aber wie die meisten Japaner dann doch nicht so gut, beziehungsweise ist es ja eher so, dass man sich da ein bisschen ziert wegen des Gesichtsverlusts, ne? Weil man nicht zeigen möchte, okay, ich kann es halt vielleicht doch nicht so gut. Wo viele andere dann noch sagen, so, ach, mir egal, Hauptsache ich komme irgendwie mit Händen und Füßen durch. Ja, da kann ich mal echt gespannt sein. Also was man jetzt so gesehen hat, so, ja, so, sieht ganz okay aus, aber man muss halt sagen, Klaas ist jetzt halt grafikmäßig nicht unbedingt auf dem aktuellsten Stand, aber das ist ja auch noch ganz, ganz früh in der Entwicklung. Jetzt muss man ja erstmal gucken, es ist ja wie Kickstarter oder wie bei Kickstarter üblich, so, dass man ja erstmal nur so eine Art Mega-Ultra Preview zeigt, was irgendwie noch eigentlich komplett noch in der Entwicklung steckt, also praktisch man hat noch gar nicht angefangen, man hat jetzt einfach dann erstmal nur was erstellt, um es präsentieren zu können, damit die Leute erstmal so einen groben Eindruck bekommen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass so wie er drauf ist, so perfektionistisch, dementsprechend Shenmue 3 dann ähnliche Maßstäbe setzen wird, beziehungsweise das versuchen wird, umzusetzen, wie er es damals halt gemacht hat. Denn das Spiel, ich hatte ja schon so oft erzählt, hat ja damals grafikmäßig von den Details her, gerade bei den Charakteren und allem, doch dann wirklich Maßstäbe gesetzt, die lange, lange nicht erreicht werden konnten. So, das ist auf jeden Fall was Cooles. Ich werde das weiter verfolgen. Es wird wahrscheinlich, also es wird auch schon gemutmaßt, dass man weitere Stretch-Goals dann versuchen wird zu erreichen. Also das war jetzt erstmal das Grundgerüst. Das ist ja auch üblich bei Kickstarter, bei größeren Projekten. Da hat man immer so einen Grundbedarf, den man sagt, okay, das brauchen wir mindestens. Wie zum Beispiel bei diesem Spiel von dem Wing Commander Schöpfer, ne, was ja irgendwie keine Ahnung wie viel 100 Millionen mittlerweile eingespielt hat. Damals war es auch wie 1-2 Millionen, die man haben wollte. Und dann hat man immer neue Stretch Goals eingeführt. Also Stretch Goals zur Erklärung für die Leute, die sich mit Kickstarter noch nicht so beschäftigt haben. Das bedeutet, okay, ich habe praktisch die 2 Millionen an Grundgerüst, das brauche ich, wie gesagt, halt mindestens. Und dann gucke ich mal so, okay, hey, ich würde gerne das und das noch mit einbringen. Okay, da müsste ich dann das Geld erweitern. Das wäre dann das nächste Ziel, keine Ahnung, zum Beispiel 4 Millionen. Und dann hat man immer wieder diese weiteren Stretch Goals und erhöht das immer weiter und weiter. Und ja, wie gesagt, der Wing Commander Schöpfer hat mit seinem Spiel, dessen Namen, ich weiß nicht, Star Ocean, oder ich weiß es gar nicht mehr, wie das Spiel jetzt heißt, ist ja immer noch nicht draußen. Hat er natürlich jetzt mal sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt, was die Community in dieser Hinsicht vermag zu leisten finanziell. Und dass man doch dann wirklich ein Multimillionen-Dollar-Projekt nur durch die Finanzierung von Fans verwirklichen kann. Wie gesagt, ich glaube, es sind 170 Millionen oder irgendwie so. Oder nur 70. Gut, was heißt nur 70? Also 70 Millionen muss man auch erstmal zusammenkriegen. Ich will mal kurz gucken, weil die Sache ist, nur mit 2 Millionen, ich habe mich schon gewundert, ist ein bisschen gering, denn Shenmue war sehr, sehr lange Zeit das teuerste Spiel der Videospielgeschichte. Jetzt will ich gerade mal gucken, warte mal, schauen wir mal kurz nach. So, jetzt ist natürlich das Internet voll mit Shenmue, genau, gucken wir mal, was das kurz gekostet hat. Ich verstehe bloß halt nicht, nachdem man Shenmue 2 sogar für die Xbox damals rausgebracht hat, warum man das dann nicht auch anders gemacht hat. Hier steht nichts. Hier ist die Handlung. Nee. Ja, Yu Suzuki, genau. Steht bei Wikipedia diesmal nichts über die Kosten. Das ist ja interessant. Ach ja, Kowloon, ja. Ich lese gerade hier so ein bisschen. Das ist ja mal interessant, warum.
ach, bei Wikipedia hat man es gerade schon aktualisiert, sehe ich gerade. Nach 14-jähriger Wartezeit. Das ist heftig, oder? Vor 14 Jahren habe ich das gespielt. Alter Schwede, das ist lange her. Puh, aber warum steht da nichts? Das ist. Weil ich will gerade mal gucken, wegen den. Was das Ding gekostet hat. Entwicklungskosten von Shenmue 2. Genau, das hört sich gut an. Weil bisher steht immer nur, gebraucht kaufen. Na, ich will nichts hier gebraucht kaufen. Ey, könnt mich mal. Ich hab das schon im Original. Da interessiert mich das gebraucht nicht. So, dum 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 dum. Okay, hier wird nur diskutiert gerade. Es gab mal so eine Liste. Okay. Was ist das hier? Okay, also Shenmue hat, also Teil 1 und 2, hat damals laut Aussagen von Sega zwischen 180 und 200 Millionen Dollar gekostet. So, das muss man erstmal toppen. Gut, das sind zwei Spiele, aber diese ganze Entwicklung ist schon nicht ohne. Und jetzt überlegen wir uns mal, er will eine Fortsetzung machen. Gut, sagen wir einfach mal, wir nehmen 180 Millionen, die Hälfte davon für einen Teil wären 90. Dann ist man mit 2 Millionen halt noch echt weit, weit davon entfernt, wenn man denn Ähnliches zeigen will wie damals. Und die Kosten für die Entwicklung sind ja nicht gerade günstiger geworden, ne? Das wissen wir ja auch. Von daher, ja, bleib ich gespannt, was sich da noch entwickelt. Zumindest wurde relativ schnell deutlich, dass die Community halt das Spiel definitiv will. Ich habe auch schon gesehen, bei Twitter gibt es mittlerweile einen Hashtag, der sehr beliebt ist. Yu Suzuki Xbox One or We Riot. Also von wegen so Yu Suzuki. Xbox One oder wir werden praktisch uns auflehnen oder wir werden rebellieren, randalieren, ne, rebellieren passt schon eher, also Riot ist ja eigentlich Aufstand. Also ja, es ist da schon relativ eindeutig, weil man muss auch sagen, ein Großteil der damaligen Sega-Community hat sich ja dann doch eher Richtung Xbox entschieden. Na gut, okay, das ist auch eher naheliegend. Warum sollte man denn zur Konkurrenz gehen, die am Untergang mit Schuld ist? Xbox war damals neu. Da gab es noch keinen Konkurrenzkampf, beziehungsweise hat man sich ja mit Microsoft eher verbunden gefühlt, da ja damals die Dreamcast in Zusammenarbeit mit Microsoft halt entwickelt wurde. Durch das Windows CE-System, was da drauf war. Und Bill Gates ja sogar persönlich auf der einen Messe eine Dreamcast damals halt vorgestellt hat. Also von daher, ja. Mit der Dreamcast war das schon ganz okay. Ich glaube, ich habe irgendwie Xbox One jetzt aus Versehen zwischendurch gesagt. Also es geht ja gegen um die Dreamcast, ne, die da zusammen mit Microsoft entwickelt wurde. Damals, wie lange das alles her ist. Und wie episch es war. Und wie episch es wieder sein wird. So, wir werden. Werde ich das jetzt so machen? Nee, das ist doof. Genau, so. Ich werde hier, glaube ich, aber Fenster einbauen. Irgendwie sowas. Muss man da mal was überlegen. So, vorsichtig. Habe ich das 3 hoch gemacht? Ja, das ist höher. Ja, gut, okay, weil hier auch keine Tür reinkommt. Ne? Das ist jetzt einfach nur so ein Bogen. Ja, ansonsten, ich habe jetzt mir nicht mehr so viel anderes angeguckt. Das meiste fand ich jetzt eh relativ uninteressant. Ich habe eigentlich so die für mich persönlich interessantesten Sachen gesehen und muss sagen, so ja, ich bin auf jeden Fall diesmal nicht enttäuscht von der E3. Also da gab es gerade vor ein paar Jahren doch ein wesentlich Schlimmeres. Also ich muss zum Beispiel sagen, letztes Jahr war dann doch wesentlich enttäuschender, weil halt, ja, nicht so richtig was gezeigt wurde. Man hat zwar was gezeigt, aber eigentlich auch nicht so richtig. Man hat das nicht so auf die Spiele ankommen lassen. Diesmal hat man ja, gerade muss ich sagen, also die beste Pressekonferenz, ich hatte die ja von Sony auch gesehen, ist meiner Meinung nach die von Microsoft gewesen. Das meine ich jetzt mal relativ neutral, abgesehen davon, dass ich auf der Xbox One spiele. Weil ich persönlich fand bei der Sony-Pressekonferenz zu viel Geschwafel. Also es wurde zu lange, zu oft ein Spiel gezeigt. Ja, man hat
meiner Meinung nach viel, viel zu wenig gezeigt und irgendwie erwähnt. Es ja, war für mich halt so eher, wo ich dachte, Mensch, ich hätte gern mehr Spiele, wenn dann gesehen. Wohingegen man bei Microsoft ja ganz klipp und klar, so wie man das vorher auch angekündigt hat, die Strategie gefahren ist, okay, wir erzählen nicht viel, wir werden uns auch nicht viel zeigen. Ne? Das hat man die letzten Jahre ja ganz anders gemacht. Da stand dann Ewigkeiten jemand vorne, hat zigtausend Stunden irgendwas erzählt. Als Gamer hing man denn da schon und dachte sich so, oh mein Gott, wann geht der endlich weg und ich kann endlich mal wieder ein Spiel sehen. Und hat dann doch nur irgendeine Rendersequenz zu sehen bekommen, wo man schon so genervt war und dachte sich so, ja super toll, und wie sieht das jetzt Spiel jetzt aus? Das hat man ja diesmal ganz, ganz anders gemacht, weil man gesagt hat, okay, hey, die neue Strategie von Microsoft ist ja, hey, die Spieler sind das Zentrum und nur durch die kriegen wir das ja hin. Und hat ja dann dementsprechend sich dann dazu entschlossen, halt sich nur ganz kurz zu zeigen und dann halt einfach die Gamer mit den gezeigten Bildmaterial alleine zu lassen und halt ein ganz klein wenig Infos dazu zu geben. Also das Notwendigste, was man wissen will. Das fand ich gut, weil das war zwar ziemlich viel auf einmal an Input, was man da bekommen hat, ne? Durch die vielen Spiele, die da auf einmal gezeigt wurden, aber es wurde immerhin viel gezeigt. So, und ich habe gerade beschlossen, wir werden hier jetzt auch nochmal so eine Leiste. Und das sind das. Nee, das ist nur eins. Okay, nee, dann lasse ich das. Dann lassen wir das so. Ja, sieht ganz gut aus. Ich denke, das Muster werde ich hier oben fortfahren. Oder fortführen, genau. Genau. Das wäre dann ja so, genau. Aha, machen wir erstmal ein bisschen hin. Oh, ich brauche so viel Holz. Warum entscheide ich mich immer alles mit Holz zu machen? Oder immer dafür alles mit Holz zu machen? Oder mit anderen Seitenmaterialien, ne? Ja, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich einfach nur, weil es wirklich gut aussieht. So. Naja, auf jeden Fall bleibt es spannend in dem ganzen Spiele, Karussell, Mafia, Drama. Wer wird die Nase vorne haben? Ich muss sagen, ich fand es diesmal ganz angenehm, dass auch gerade von, naja, es ist halt leider so, von Seiten Sony halt diesmal nicht irgendwelche Sticheleien, Angriffe, Attacken, dumme Sprüche gemacht hat. War ja die letzten Jahre nicht gang und gäbe und hat man da sehr viel gewettert, wobei Microsoft dann immer wieder gesagt hat, hey, wir sind eine Industrie, wir arbeiten zusammen und wir wollen zusammen daran verdienen und wachsen. Das hat man sich anscheinend da jetzt auch zu Herzen genommen und gesehen, hey Mensch, okay, wir können eigentlich nur zusammen nebeneinander überleben, einer alleine würde es sowieso nicht schaffen. Das finde ich gut so, dass man jetzt da auf diesen Konsens sich eingeschworen hat und dementsprechend sich gegenseitig in Ruhe lässt und sich respektiert als Videospielindustrie-Giganten, die sie denn ja auch nun mal da sind, ne? Also kann man ja nicht abstreiten. So, wir werden das Muster natürlich auch hier um die Ecke fortführen. Das ist jetzt nicht so das Thema. Lässt sich ja relativ leicht arrangieren. So, damit das Ganze hier auch Sinn hat. Ja, gut, ob es jetzt wirklich Sinn hat, kann ich nicht garantieren. Das weiß ich auch erst, wenn es fertig ist. Ich hätte vielleicht zum Beispiel vorher ausmessen sollen, aber ups, es sieht eigentlich ganz gut aus, dass das so weit hinhaut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wieder mal Glück gehabt, würde ich sagen, ne? So. Genau, dann dies und dies. Ach, verdammt. Jetzt habe ich schon wieder hier keine davon. Nein, schlecht. So, schnell davon nochmal welche nachhauen. Ups. Genau. So, ganz konzentriert, ihr merkt schon, ne? Ja, es wird ja auch gerade dunkel. Genau, jetzt muss ich schnell runterspringen in mein Bettchen. Steht ja hier. Da hinten ist es dunkel. Ja, müssen wir uns nächstes um die Beleuchtung hier kümmern. Aber es hat immerhin hier schon mal ganz gute Ausmaße angenommen, ne? Und jetzt so mit der Wand da oben und allem. Ja, ich denke, das kann man so vorzeigen, ne? Das ist schon ganz in Ordnung. Muss dann da hinten nochmal dementsprechend machen. Und hier an der Seite werden wir dann wohl nur einen Raum uns halt erstellen.
Puh, so. Übrigens scheint wirklich mein Controller den Geist aufzugeben. Ich habe das jetzt schon seit einer Weile bei The Crew festgestellt. Und bei anderen Rennspielen, dass die Rechtsbewegung, also wenn man nach rechts den Stick bewegt, nicht mehr so richtig funktioniert. Also meistens erst beim zweiten Anlauf, wenn man da nochmal kurz zurück und dann wieder nach rechts einschlägt, halt dann funktioniert. Also hier zum Beispiel geht's. Komischerweise, ich weiß noch nicht, ob es wirklich jetzt an dem Spiel liegt. Also mir ist es jetzt zwar bei anderen Spielen auch aufgefallen, wo ich dachte, hey, ja, ich glaube, mein Day One Controller, der wird jetzt langsam den Geist aufgeben. Im Hoppen immer noch schon eine Weile. Und wird ja auch extremst fleißig genutzt. Ja, bin ich jetzt gespannt. Mal einen neuen kaufen. Kann ich mir auch gleich diesen Elite-Controller holen, ne? Der wahrscheinlich so um die 300 Euro kosten wird. Keine Ahnung. Ich habe ja mal getippt, also Kumpel und ich, wir waren das schon so fleißig am Diskutieren, waren beide relativ gut angetan, weil wir doch dann recht gern Rennspiele zocken und sind da zum Konsens gekommen, dass wir vermuten, dass das Ding irgendwas zwischen 70 und 80 Euro kosten wird, aufgrund dieser ganzen Customizable-Einstellung, ne, jetzt ein Fachjargon, die Ohren geknallt bekommt, also der ganzen individuell veränderbaren und einstellbaren Dinge, ist das schon relativ teuer. Man überlege mal, es gab doch da zum Schluss diese Chrome Edition bei der oder auf der Xbox 360, also oder bei den Xbox 360 Controllern, so klingt es besser. Und die waren auch echt schweineteuer. Ich glaube, irgendwas um die 50, 60 Euro, ne? Ja, Regie nickt, weil die Regie hat sich nämlich damals einen geholt, das weiß ich noch, die silberne Chrome Edition, ne? War das doch? Ja, genau, den silbernen. Und das haut dann schon echt rein, ne? Gut, klar, die sind ganz geil, aber ich bin natürlich gespannt, also mich würde natürlich eher interessieren, ich habe ja nur gesehen, man kann oben diese Sticks, was ich immer so abnutze mit der Zeit, kann man ja erwechseln. Mich würde ja eher interessieren, ob man dann die Möglichkeit hat, wirklich den eigentlichen Stick an sich da innen drin zu tauschen. Eigentlich würde das wenig Sinn machen, weil dann müsste man ihn aufschrauben. Also das glaube ich eher nicht, weil dann könnte jemand ja den Controller selber reparieren. Ich hoffe jetzt nicht, dass meiner hier jetzt irgendwie die Hufe hochwirft, weil erstens, ne, Day One und ich habe ihn ganz lieb gewonnen und ich muss auch sagen, nach wie vor, obwohl ich den so viel zocke, also diese Riffel am Rand ringsrum um die Sticks sind immer noch komplett intakt und ich bin ja nun echt Hardcore-Zocker, was das angeht, ne? Also das Ding ist ja jeden Tag allein schon durch die Let's Plays in Gebrauch. Und bisher gar nichts. Auch die Tasten reagieren alle noch. Das Einzige ist halt wirklich der linke Stick, der jetzt halt, wie gesagt, bei 1, 2, hier sehe ich das zum Beispiel. Ne? Jetzt drücke ich voll nach rechts durch und er ist ganz langsam. Hier auch zum Beispiel, ne? Voll nach rechts durchgedrückt. Also hier zum Beispiel, jetzt geht's wieder. Jetzt ist wieder total langsam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist auch nicht immer, ne? Ihr merkt das jetzt gerade. Jetzt auch wieder. Also, ja, muss man mal gucken. Ansonsten muss man vielleicht noch mit Microsoft sprechen, mit dem Support. Aber ich glaube, wenn, dann ist die Garantie ja eher abgelaufen. Und einen neuen Day-One-Controller kriegst du nicht. Könnte ich mir höchstens die Titanfall Edition holen. Aber der kostet auch, glaube ich, irgendwas mit 60, 80 Euro, hätte ich jetzt gesehen. Müssen wir mal gucken. Na gut, ich möchte mich an dieser Stelle für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt mit Shenmue oder irgendwas anderem. Ihr hattet hoffentlich euren Spaß. Wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.